Hallo zusammen und herzlich willkommen zu unserem MHP Deep Dive mit dem Thema Transformation nach SAP S/4HANA. Ich möchte Ihnen gerne unseren heutigen Referenten vorstellen, Dennis Hansmeier. Mein Name ist Julia Malletz, ich arbeite bei MHP und freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Vorab noch ein paar Hinweise für Sie. Aus technischen Gründen sind Ihre Mikrofone auf stumm gestellt. Über die Chat-Funktion können Sie aber während und nach dem Vortrag anonym Fragen an unseren Referenten stellen. Eine Einsicht in die Unterlagen haben Sie nach dem Deep Dive über SlideShare und einen Videomitschnitt dieser Websession finden Sie in Kürze bei YouTube. Bevor es losgeht, möchte ich Sie gerne noch über unseren kommenden Deep Dive informieren. Und zwar der letzte vor unserer Sommerpause am 30.07. Future Retail, was Hersteller und Händler jetzt tun können. Bleiben Sie auch während unserer Sommerpause up to date und folgen Sie uns auf LinkedIn und Xing. Ab dem 10.09. geht es dann weiter mit unserem nächsten MHP Deep Dive. Ich wünsche nun viel Spaß und übergebe das Wort an Dennis. Ja, vielen Dank, Julia. Ja, ganz kurz möchte ich mich auch noch vorstellen. Dennis Hansmeier, mein Name. Bin seit 2016 bei MHP. Bin von meiner vom wissenschaftlichen Background her Wirtschaftsinformatiker. Kümmere mich hauptsächlich um den Themenbereich S/4HANA Cloud. Und wenn es zwar heute jetzt nicht im Kern geht, aber zumindest wenn es um S/4HANA Themen geht, spielt die Cloud-Ausprägung ja auch immer eine Rolle und dort interessiere mich vor allem dann diese Konstellation mit hybriden Systemlandschaften, wenn es dann halt wirklich um die Mischformen geht zwischen On-Premise und Cloud-Systemen. Heute geht es ja, wie gesagt, eher um den allgemeinen Transformationsansatz. Wie wollen wir den Weg hin zu einem S/4HANA-System hinbekommen? Dort ja, eine kleine Agenda, was wir heute machen. Wir haben ja auch nur diese knappe halbe Stunde Zeit. Also das erstmal, der erste Punkt ist natürlich immer, warum das ganze Thema. Wenn man sich S/4HANA anschaut, wenn man das darüber hört, dann werden immer gleich die ganz großen Geschütze rausgefahren, was die Wortwahl angeht. Dann geht es um Upgrades, Migration, Transformation, Transition. Also relativ unterschiedlich die Wortwahl, aber immer die ganz große Wortwahl an sich. Dann ist die Frage, ist das überhaupt gerechtfertigt? Das ist hier nicht einfach nächster Schritt hin. Irgendwann in den 80ern hat SAP halt R2 auf den Markt gebracht. In den 90ern gab es dann R3 mit einigen kleinen Namensänderungen. Wenn wir die mal außer Acht lassen, haben wir jetzt halt eine Software, die seit 30 Jahren am Markt ist, die jetzt halt eben einen Schritt weiterentwickelt wird. Und warum ist dieser Punkt jetzt so ein großer? Warum wird der so intensiv diskutiert? Ich möchte das Ganze mal MHP-like an einem Sportwagenbeispiel darstellen. Wenn wir uns jetzt das mal anschauen, dann haben wir hier zwei verschiedene Produkte. Auf der einen Seite ein gestandenes Produkt, schon länger am Markt. Beim Kaufdatum waren wir sehr zufrieden, auch heute sind wir noch sehr zufrieden. Die Anforderungen, die ich damals dran gestellt habe an das Fahrzeug, werden immer noch erfüllt. Und auf der anderen Seite habe ich ein Fahrzeug, was ja zukunftssicher ist, was sehr gehypt wird aktuell, sei es durch die Medien, sei es durch den Hersteller an sich. Wenn ich dann schaue und die beiden dann im Detail mal miteinander vergleiche, dann merke ich, dass es hier und da aber Probleme gibt, wenn es jetzt neuere Anforderungen an das Fahrzeug gibt, vielleicht bezüglich Umweltschutz oder sonst was, dann habe ich nicht alle Ersatzteile zur Verfügung, die ich da wirklich benötige. Ich habe vielleicht die letzten Jahre auch immer ein bisschen an dem Fahrzeug rumgeschraubt. Das verkompliziert jetzt die Wartung für mich. Und wenn da mal was dran gemacht werden muss, ist das immer ein bisschen aufwendiger. Und ja, egal was ich mit dem Fahrzeug mache, die Performance eines nagelneuen Sportwagens kriegen wir doch nicht hin. Sprich, die Performance des neuen ist immer irgendwie besser. Das neue Fahrzeug ist auch eingebunden in alle möglichen anderen Systeme von Porsche, sei es was die Navigation angeht, dass sie up-to-date gehalten wird etc. Und auch für den Benutzer diese User Experience, wie man sie jetzt in der IT-Sprache dann ausdrücken würde, ist halt auch angepasst auf den neuen Wert. Also sprich, beim alten Fahrzeug hatte ich noch irgendwie eine Viergangschaltung und jetzt sprechen wir gar nicht mehr über Gänge. Also da hat sich schon ein bisschen was getan. So, dass man sagen kann, okay, es gibt auf jeden Fall Gründe dafür, dass man sich mit einem neuen Produkt auseinandersetzt, auch wenn ich das alte Produkt noch da habe und wenn das eigentlich noch gute Dienste leistet. Jetzt ist aber dieses Sportwagenbeispiel an einer gewissen Stelle aber auch schon vorbei.
Denn wie man ja richtig weiß, ist die Einführung einer IT-Software nicht zu vergleichen. Also wenn ich jetzt beim Sportwagen mir das vorstelle, ich gehe ins Autohaus, konfiguriere mit denen zusammen und damit ist eigentlich auch schon der ganze Prozess vorbei. Jetzt kann ich noch sagen, es ist ein Sportwagen, der jetzt mit Elektromotor läuft, dann habe ich vielleicht noch im privaten Umfeld meine Infrastruktur anzupassen, aber im Endeffekt ist dann der ganze Prozess auch schon vorüber. Und das lässt sich halt leider nicht eins zu eins auf die IT-Welt und jetzt vor allem dann auf S/4HANA übertragen. Denn dort gibt es nicht nur einen Weg hin zu dem neuen Modell, wenn wir uns erstmal entschieden haben, wo wir hin wollen, sondern auch der Weg muss jetzt erstmal genau angeschaut werden, was ist denn der passende Weg dahin. Wenn wir uns dann das konkret anschauen, dann gibt es verschiedene Herausforderungen, die wir auf diesem Weg zum S/4HANA haben und verschiedene Aussagen, die dann da getroffen werden, sodass es Kunden gibt, die einfach auf einer möglichst schnellen Art und Weise S/4HANA einführen wollen. Es gibt aber selbst bei dieser Aussage, dass man es einfach nur schnell einführen will, selbst da, wenn man das ein bisschen aufdifferenziert, was heißt das schnell einführen, heißt das fürs gesamte Unternehmen, heißt das für einzelne Organisationseinheiten, selbst da muss man sich dann anschauen, was das bedeutet. Wenn man sich jetzt dann die Prozesse anschaut, genauer gesagt, dann muss man halt auch da schauen, was wünscht man sich einfach, will man sich extrem standardisieren, will man ja dort an den Stellen, wo man sich ausdifferenzieren kann von seinen Mitbewerbern, trotzdem die eigenen Entwicklungen auch mitnehmen. Dort gibt es große Unterschiede, auch was den Status quo nicht nur auf Ebene der Prozesse angeht, sondern auch auf Ebene der Daten gibt es große Unterschiede. Das heißt, so ein simples Beispiel wie das Datenvolumen, was in Betracht gezogen werden muss, wenn man jetzt über den Weg hin zu einem S/4HANA-System spricht. Und das Ganze zusammen zeigt halt eben, okay, wir haben auf verschiedenen Ebenen, sowohl auf Datenebene als auch Prozessebene, Einflüsse, die unseren Weg hin zu einem S/4HANA-System beeinflussen. Also es gibt nicht jetzt nur diesen einen Weg hin in ein S/4HANA-System. In den Diskussionen mit den Kunden, wenn wir dann starten, gibt es verschiedene Punkte, an denen wir ansetzen und verschiedene Motivationsgründe, warum das ganze Thema überhaupt betrachtet wird. Zum einen kann das relativ simpel das Wartungsende für S/4HANA sein, was aktuell jetzt verschoben wurde auf 2027, wo man einfach sagt, okay, wir müssen ja umsteigen, das ist unsere einzige Motivation. Ist aber ehrlich gesagt nicht häufig der Fall, aber gibt es durchaus, dass einfach nur dieses Wartungsende dort der Treiber ist. Andere sehen schon die Vorteile eines modernen ERP-Systems und sagen, ja, ich möchte einfach schnell und mit wenig Aufwand diese Vorzüge erreichen und bitte bringt mich doch möglichst zügig einfach auf so ein S/4HANA-System. Andere Unternehmen haben als Motivation auch eher was anderes. Sie sagen, okay, wir sind gerade eh dabei, uns ein bisschen anders aufzustellen, die Digitalisierung auf ein nächstes Level zu bringen. Und unser zentrales ERP-System spielt dort einfach eine Rolle. Und wenn wir jetzt nun mal diesen ja, einmaligen Moment haben, dass wir unser bestehendes ERP-System auf eine neue Version bringen müssen, dann wollen wir diesen Moment einfach nutzen und dort halt auch mal schauen, was können wir denn sonst noch anpacken. Gibt aber auch durchaus einfach Kunden, die einfach sagen, ja, wir sind getriggert durch solche Termine wie den heutigen. S/4HANA ist in aller Munde und auch wir wollen uns damit deswegen beschäftigen. Aber weshalb, wieso, warum? Ehrlich gesagt, stehen wir da noch relativ am Anfang. Auch diese Konstellation gibt's und dort ist natürlich dann auch gerade ist wichtig, dass man ein einheitliches Bild davon schafft, wo man hin will. Und wenn wir dann wirklich loslegen beim Kunden und in die ersten Gespräche gehen, dann kennen Sie das vielleicht auch von Ihrem direkten Umfeld. Gerade über S/4HANA gibt es dann auch viele Aussagen, die zumindest in frühen Phasen noch nicht immer unbedingt gefestigt sind, wo man nicht das Wissen hat, aber vielleicht mal über kleinere Diskussionen und irgendwelche Termine ein bisschen was aufgeschnappt hat, was oftmals dann nicht der Wahrheit entspricht, so Aussagen wie die Deployment-Optionen, was ist jetzt in der Cloud, was ist on-premise, oftmals gibt es Diskussionen darum, was die Benutzeroberfläche angeht, weil das nun mal einer der ersten Elemente ist, die jedem auffallen,
wenn es über S/4HANA geht. Also, was kann Fiori, wofür wird Fiori eingesetzt, muss ich das für alles nutzen, etc. Also, dort gibt es viele, viele Punkte, wo noch nicht das Wissen überall am Markt vorhanden ist. Auch wenn man jetzt weggeht vom Produkt, sondern sich auf dem Weg hin zum S/4HANA-System mit den Kollegen unterhält, auch dort gibt es natürlich Punkte, dadurch, dass das die meisten Unternehmen halt einfach noch nicht gemacht haben, wo Aussagen kursieren, die teilweise richtig sind, teilweise nicht richtig sind, wo wir dann halt eben ansetzen und erstmal ja aus diesen Mythen, die überall kursieren, dann Fakten machen. Und teilweise ist natürlich dann auch Namensgebung etc. von SAP geschuldet, wenn man jetzt hier sich das anguckt, okay, SAP HANA, die Datenbank versus SAP S/4HANA, was steckt dann da wirklich im Detail dahinter? Aber auch der Funktionsumfang, der jetzt mit S/4HANA kommt, kann halt oftmals noch nicht richtig eingeschätzt werden. Sprich, das ist so ein Status, bei dem wir irgendwo einsteigen und wo wir eben schauen müssen, dass wir das Ganze auf eine Faktenbasis legen. Wir kennen halt durch unsere langjährige Partnerschaft mit SAP und die Einführungsprojekte kennen wir das Produkt gut. Wir kennen die Vor- und Nachteile der einzelnen Deployment-Optionen. Wir kennen die Kinderkrankheiten, die es vielleicht in den vorherigen Releases noch gab. Wir wissen einfach über dieses Produkt aus Erfahrung relativ gut Bescheid und können damit Schlagwörter, die irgendwo kursieren, die dann irgendwie im Marketing-Slang mal irgendwie gebracht werden, wie Simplification oder User Experience und so weiter, können dort ein bisschen aufräumen und einfach das Ganze mit Wissen untermauern, dass klar ist, okay, das sind Möglichkeiten, die einfach bestehen. Das sind Möglichkeiten, an denen, ja, wo wir noch nicht hinkommen, allein mit SAP S/4HANA, wo man vielleicht andere Produkte brauchte oder sonst etwas. Ne? Also einfach, das ist der erste Einstieg, wo wir Fakten schaffen wollen. Wir haben als Einführungsmethodik immer das gesamte Unternehmen im Blick. Wir wollen dort wirklich von der Strategie her kommen. Und wenn wir S/4HANA einführen, dann wollen wir wirklich von der Strategie uns hinarbeiten zu der ja, dann späteren Architekturlandschaft. Und das Ganze machen wir über verschiedene Schritte. Im ersten geht es darum, dass wir die strategischen Ziele für die Unternehmen festlegen. Okay, was will man eigentlich erreichen mit dem, auch dann mit dem neuen IT-System? Daraus abgeleitet werden Leitplanken, die Herausforderungen und Anforderungen aufgreifen. Die vorhandenen Use Cases im Unternehmen werden mal validiert und dann dementsprechend eingeteilt nach Wichtigkeit, nach ja, einem Fokus, den man auf dieser jeweiligen Use Case setzen muss. Dann schauen wir uns eben an, welche Fähigkeiten werden benötigt. Legen das Ganze dann auf einen Prozess aus, was wir von MAP mitbringen, um dann halt eben als Ziel dann die zukünftige Prozesslandschaft aufzubauen. Diese Prozesslandschaft kann dann im nächsten Schritt auf eine Architektur gelegt werden, dass wir wirklich auf allen Architekturebenen schauen, okay, was bedeutet das für unsere Organisation, was bedeutet das für unsere Applikation, was bedeutet das für unsere Daten etc. Und im nächsten Schritt würden wir dann halt wirklich nochmal gucken, okay, was hat das Ganze dann für Einflüsse auf die einzelnen Bereiche und gegebenenfalls das Ganze iterativ vorführen. Ich würde jetzt das Ganze nochmal einmal dann en Detail ein bisschen beschreiben. Was passiert hier wirklich in den einzelnen Schritten und was sind dann wirklich die Ergebnisobjekte jeweils in dieser Situation? Fangen wir vorne an bei den strategischen Zielen, wo es halt wirklich im ersten Schritt darum geht, eine Priorisierung für das Projekt vorzunehmen. Okay, was wollen wir erreichen? Wollen wir einfach, ja, wie es eben in dem Beispiel genannt wurde, möglichst schnell einfach durch? Ich will schnell S/4HANA nutzen, Hauptsache billig. Oder wünsche ich mir dann vielleicht auch, dass ich an der einen oder anderen Stelle das System so aufbaue, dass ich für Innovationen in Zukunft gerüstet bin oder dass ich meine Prozesse standardisiere, harmonisiere. Also hier werden erstmal Prioritäten für das Gesamtprojekt gesetzt. Und im Nachgang wirklich dann ausformuliert, dass das halt so die übergeordneten Ziele des gesamten Projekts sind, dann wirklich runtergebrochen, okay, dass man sagt, Treiber ist bei uns vielleicht erstmal das Business, wir wollen unsere Prozesse harmonisieren, wir wollen das aber
hinbekommen, dass wir nachher bei der Migration etc. möglichst wenige Unterbrechungen im Geschäft haben etc. Also das ist wirklich auf einer ersten Ebene runtergeschrieben, was man sich dort als ja, größere strategische Ziele setzt. Daraus abgeleitet werden dann Leitplanken. Diese Leitplanken werden erstellt, indem diese strategischen Ziele an die jeweiligen Abteilungsleiter gegeben werden, dort in Workshops dann jeweils pro Abteilung geschaut wird, okay, vor welchen Herausforderungen stehen wir, welche Anforderungen haben wir aktuell an unsere Prozesse, was muss aktuell irgendwie betrachtet werden. Und aus den jeweils einzelnen Abteilungen werden dann ja, Leitplanken pro Abteilung gegründet und im Nachgang nochmal zusammengefasst, dass man wirklich für das gesamte Programm, Projekt nach dieser Phase weiß, okay, was sind denn unsere übergeordneten Leitplanken, um dann beispielsweise zu wissen, okay, wie wollen wir denn jetzt mit unseren Prozessen umgehen? Wie hier jetzt gesagt, wir wollen die harmonisieren. Abweichungen dürfen nur in Ausnahmefällen irgendwie vorkommen. Andere Punkte, wo man vielleicht sagt, ja, ach, bei der Nachverfolgbarkeit hier, Track and Trace, brauchen wir das eigentlich nur an den Stellen, wo es wirklich notwendig ist und uns wirklich hilft. Ansonsten verzichten wir drauf. Also das wird gesamtübergreifend dann mal bestimmt, wo will man sich hinbewegen. Um auch hier wirklich hinzubekommen, wir haben ein einheitliches Verständnis davon, was ist möglich und was will ich erreichen. In den meisten Unternehmen gibt es auch Use Cases in den einzelnen Abteilungen, was dort wirklich passiert und was man dort an Anforderungen hat. Auch diese Use Cases lassen wir mit einfließen. Wir gucken einfach, auf welchem Greifegrad ist dieser Use Case gerade. Ist das überhaupt einer, der schon benutzt wird oder ist das mehr noch eine Idee? Was sind denn die Kennzahlen, die von diesem Use Case beeinflusst werden? Erhöht das unseren Umsatz, wenn wir das hinbekommen? Können wir irgendwo Kosten reduzieren, wenn wir das hinbekommen? Sind wir vielleicht einfach schneller? Das wird untersucht. Dann gucken wir natürlich nach Abhängigkeiten zu anderen Use Cases. Schauen, wie ist das Ganze dann irgendwie in die IT eingebettet? Welche Prozesse stecken dann unter diesen einzelnen Use Cases? Was benötigen wir da, um das Ganze einmal zu bewerten? Die einzelnen Use Cases, wenn wir sie dann bewertet haben, teilen wir ein in Focus Areas, okay, in Bereiche, nach denen wir, ja, auf die besonders geachtet wird. Wie das Betriebswirte gerne mögen, sind das Vierfeldermatrizen dann auch in unserem Bereich. Also einmal Bereiche, können wir uns über diesen Use Case irgendwie von unseren Mitbewerbern differenzieren? Können wir uns nicht darüber differenzieren? Können wir uns über diesen Use Case, können wir da Kosten reduzieren oder Umsätze steigern? Dann gibt es Elemente, die sich relativ einfach bewerten lassen, wo ich mich nicht differenzieren kann, aber Kosten reduzieren könnte theoretisch. Das ist so ein Standardbeispiel, was ich da immer gerne nutze, ist die Gehaltsabrechnung. Da kann ich nicht wirklich meinen Umsatz mit steigern oder sowas, aber ich kann das billiger abbilden und ich kriege auch wahrscheinlich keinen Kunden oder Mitarbeiter darüber, dass ich eine schöne Gehaltsabrechnung habe. Also ist das ein klassisches Element, wo ich mich standardisieren kann. Diagonal auf der anderen Seite, dann gibt es Elemente, wo ich bestimmt investieren will, weil ich sage, okay, da bin ich anders als meine Mitbewerber und hier kann ich neue Umsätze erzielen, weil ich beispielsweise im CRM-Kontext meine Kunden besonders gut anspreche und an mich binde, etc. Das sind so klare Bereiche und die beiden anderen, diese Focus- und Optimize-Bereiche, sind welche, die man noch ein bisschen detaillierter analysieren muss, wo man einfach sagt, vielleicht im Bereich des Einkaufs bei Optimize, ja, wenn ich dort schaue, dass ich meine Einkaufsabteilung noch ein bisschen besser aufstelle, meine Prozesse dort ein bisschen besser hinbekomme, als es das andere bei uns in der Branche hinbekommt, dann kann ich einfach preiswerter unterwegs sein. Also in diesen beiden, in dem Fokus- und Optimize-Bereich, muss man nochmal präziser reinschauen. Wenn wir dann wissen, okay, die und die Use Cases haben wir so und so sind es deren Bedeutung, dann schauen wir uns die Ist-Prozesse an, auf welcher Basis machen wir das? Von MAP bringen wir dann in die jeweiligen Projekte einen MAP-Prozess aus mit rein. Das lässt sich halt aufgliedern
in zwei Bereiche. Zum einen die Kernprozesse, ganz klassisch mit Elementen wie im Einkaufsbereich für Q2Pay oder sowas. Kennen Sie mit Sicherheit genauso wie ich. Und daneben, neben den eigentlichen wertschöpfenden Prozessen, haben wir natürlich noch die Management- und unterstützenden Prozesse, die einfach drunter oder drüber liegen, je nachdem, wie man die Darstellungsform gerne hat, die eben ja nicht direkt wertschöpfend sind, aber notwendig sind für ein Unternehmen. Dieses Prozesshaus mit diesen Elementen bringen wir mit, schauen dann in den einzelnen Bereichen, okay, was gibt es dort für Prozesse, die in der jeweiligen Industrie, also das Prozesshaus ist industriespezifisch, in der jeweiligen Industrie vorhanden sind, was sind das für Prozesse? Und was wir dort in dem Element auch gemacht haben, ist das jeweils zuzuordnen zu Best Practices der SAP. Sprich, das ist etwas, was wir einfach direkt mitliefern können, wo wir sagen, okay, die und die Prozesse gibt es klassischerweise. Und ein Best Practice der SAP, mit dem man das abbilden könnte, wäre ja, folgende Best Practice. Damit haben wir einen ersten Schritt anhand dessen wir ein Scoping machen können, wo wir einfach schauen, okay, welche Prozesse gibt es beim Kunden und die eigenen Kundenprozesse können wir dann damit abgleichen. Ne? Die Namensgebung wird wahrscheinlich nicht immer hundertprozentig die gleiche sein, aber wir können halt eben hinbekommen, okay, die und die Prozesse gibt es, welche Prozesse sind vielleicht im Unternehmen noch nicht etabliert, obwohl wir die in unserem Prozesshaus eigentlich für die Industrie sehen. So werden auch Schwachstellen irgendwie nochmal aufgedeckt. Und wir bereiten uns vor, dann solche Assessments pro Prozess zu machen und Prozessbereich zu machen. Was kommt diesen Assessments dann raus pro Bereich, dass wir halt eben auch sagen können, okay, von den Prozessen, die Sie jetzt in diesem Bereich haben, kann ein so und so großer Bestandteil direkt im ERP gefahren werden. Andere Prozesse in dem Bereich müssen halt eben an externe Systeme ausgeliefert werden. Wenn wir dann die Ist-Prozesse anschauen, dann wird halt eben auch geguckt, okay, welche Prozesse sollen denn möglicherweise schon angepasst werden, weil sie nicht mehr unseren Wünschen aktuell entsprechen. Wo können wir zurückgehen auf den SAP-Standard, weil der uns reicht und kostengünstiger ist und vielleicht irgendwelche Vorteile hat. Wir gucken, welche Potenziale entdecken wir in den Bereichen zur Automatisierung, welchen Einfluss hat das Ganze auf unsere zukünftige Unternehmensstruktur. Wie können wir uns denn, wenn wir diesen Prozess so oder so leben, von unseren Mitbewerbern differenzieren, können dort irgendwie besser rein als der Durchschnitt oder günstiger rein als der Durchschnitt und gucken dann halt einfach, was hat das Ganze denn für einen Einfluss, wenn wir diesen Prozess gut hinbekommen, können wir Summe X sparen, können wir die und die Umsätze mehr erzielen oder so und so schneller werden, also gucken wir dann wirklich handfest, was kann da rumkommen und daraus purzeln dann im nächsten Schritt die Einflüsse, sowohl den Einfluss auf den Ansatz, wie wir später das S/4HANA-System einführen, generell, wie groß der Einfluss von der SAP-Strategie auf meine Prozesse hier ist, weil SAP vielleicht an der einen oder anderen Stelle sagt, bestimmte Funktionsumfänge gibt es jetzt nicht mehr im S/4HANA, die landen jetzt in dem und dem Tool. Wir gucken die Einflüsse von der Unternehmensstruktur, was ändert sich da durch Anpassung am Projekt, an den Prozessen. Wir gucken, muss unsere Systemlandschaft dann irgendwie angepasst werden? Was sind dort die Einflüsse? Wir gucken, was müssen wir vielleicht bezüglich On-Prem oder Cloud-Projekt-Systeme irgendwie betrachten. Und wir gucken auch, was haben wir für Einflüsse auf irgendwelche Subsysteme, die drunter hängen? Müssen wir da vielleicht irgendwie müssen wir das auf eine andere Datenbasis stellen, etc. Also dort versuchen wir, das Ganze eben zu bewerten, was das für Einflüsse hat, wenn wir die Prozesse dementsprechend anpacken. Auf dieser Basis können dann eben auch neue Use Cases entstehen. Diese Use Cases werden dann wieder in die Focus Areas aufgeteilt, um dann die Sollprozesse ganz klassisch aufzubauen. Okay, wir wissen jetzt, dort und dort haben wir Potenziale erkannt und die lassen wir einfließen in die zukünftigen Sollprozesse. Und die dann eben wirklich end-to-end abzustimmen und zu sagen, okay, so sieht nachher unsere ja, Prozesslandschaft aus. Damit haben wir jetzt als Ziel schon mal erreicht, dass wir die Sollprozesse dort haben. Die betrachten wir dann auch ganz klassisch nochmal aus der Architekturbrille heraus, wo wir sagen, okay, einmal von der Organisation her,
Wie sieht das Ganze aus? Was hat das für Einflüsse? Dann von der Applikationssicht, welche Prozesse sollen denn auf welche Applikation nachher laufen? Wo sind Übergabestellen? Sprich, wir gucken uns auch die Technologieseite an. Wie können Systeme miteinander verbunden werden? Was brauchen wir hier für Schnittstellen, für eine Middleware etc.? Aber auch auf Ebene, ganz runtergebrochen, der Daten, wenn es darum geht, okay, ich brauche bestimmte Reportings, gucken wir halt eben, dass wir das aus allen vier Architektur Ebenen her betrachten. Dann ist das Ganze so weit reif, dass wir das so weit eigentlich abgeschlossen haben. Wir würden jetzt nur noch mal als abschließenden letzten Punkt das aus vier Perspektiven, so als holistischen Ansatz, uns anschauen. Da gucken wir das Ganze von vier Seiten an. Zum einen aus der Geschäftsmodellseite, wie das Betreibermodell dahinter ist, wie dann die Systemintegration stattfinden kann und wie nachher die ganze Plattform aussieht, betrieben wird etc. Warum machen wir das Ganze? Ein Projekt zieht sich einfach eine gewisse Zeit lang hin. Es ist so, dass wir nicht immer nur zu einem Zeitpunkt ein Projekt haben, sondern wir haben wahrscheinlich noch Parallelprojekte, sei es IT-seitig, sei es Business-seitig, weil es irgendwelche Anforderungen gibt, die schnell abgebildet werden müssen, Wünsche von Kunden, Wünsche von Lieferanten etc. Also gibt es ja Sachen, die einen Einfluss drauf haben und das wollen wir nochmal einfließen lassen an dieser Stelle. Ne? Um dann wirklich zu sagen, okay, am Ende, wenn wir hier stehen, dann haben wir eine Transformation, die von Anfang bis Ende alles abbildet und sie vorbereitet auf die spätere Transformation. Also strategisch sind wir dann gut aufgestellt. Das kann dann so weit gehen, dass hier nochmal was hochkommt, was wieder Anflüsse hat, beispielsweise vielleicht irgendwelche Guiding Principles nochmal beeinflusst etc. Deswegen ist dieser Kreis dann nochmal geschlossen. Das heißt, es muss nicht immer zwingend vorbei sein. Wünschenswert ist natürlich, dass wir schnell zu dem Ziel kommen. Was kann man sich an diesem Vorgehen mitnehmen? Also es ist so, dass es nicht zwingend verbunden ist mit einer S/4HANA-Einführung, aber wir haben nun mal diese einmalige Chance, dass das zentrale ERP-System umgestellt wird. Und dort können wir diese Vorzüge besonders gut einsetzen. Grundlage des Ganzen ist, dass man erstmal erkennt, welche Potenziale sind da und da aus diesen Potenzialen dann rausfindet, was kann man denn wirklich erreichen. Wir finden es extrem wichtig, dass das Hand in Hand geht zwischen Transformationsansatz und der Unternehmensstrategie. Also Business und IT müssen da extrem Hand in Hand gehen. Und wir können an dieser Stelle einfach aus den Erfahrungen, die wir gesammelt haben in S4-Projekten, in der Industrie etc., können wir als MAP dort einen großen Mehrwert liefern. Um das Ganze jetzt nochmal kurz abzuschließen, das Ganze lässt sich bei uns eingliedern in so ein zweischrittiges Verfahren. Zum Ersten haben wir so einen MAP Tailored Assessment, wo wir sie vorbereiten. Da sind auch die Bereiche drin, die ich jetzt gerade erwähnt habe. Und nachher im zweiten Schritt ist dann die eigentliche Transformation. Jetzt nochmal links, dieses Tailored Assessment. Dort haben wir jetzt gerade auch schon einige Bereiche dargestellt, wie Programm, Projekt, Architektur oder Value. Dort haben wir jetzt viele Punkte von aufgenommen. Es gibt natürlich aber auch auf der anderen Seite noch Punkte wie in diesem Basic-Segment, wo es halt darum geht, Technical Assessments zu führen, den Readiness-Check der SAP, einfach mal zu schauen, was ist jetzt gerade überhaupt der Status quo bei Ihnen auf dem System? Haben Sie schon vielleicht den Business-Partner eingeführt, der notwendig ist? Haben Sie schon UGL oder die neue Anlagenbuchhaltung eingeführt? Einfach dort das ein bisschen technisch zu analysieren. Und wenn wir das alles wissen, können wir dann eben ein Migrationskonzept aufbauen und das Ganze überführen. Das Ganze endet dann halt eben in einer Strategie, wo das Ganze mal präzise auf eine Roadmap gelegt wird. Wenn man das weiß, wann was, wo, wie transformiert werden soll, lässt sich auch ein Budget mal präzise abschätzen, wissen, okay, wie sieht das in Zukunft aus, um das Ganze mal als fertiges Projekt Ihnen vorstellen zu können. Wohin führt das? Das führt dazu, dass wir eigentlich am Ende eine Auswahl haben zwischen, ich sag mal ganz klassisch, Greenfield oder Brownfield, aber wir von MAP wählen eigentlich eher den Mittelweg und das ist das, was wir vorschlagen. Das ist dann dieser Hybrid Approach, den ich noch ganz kurz einmal zum Abschluss zeigen will. Wenn wir eine klassische
einen klassischen Brownfield-Ansatz nehmen, dann haben wir da eine System-Conversion. Sprich, wir packen eigentlich in dem System nur das an, was wir müssen, damit SAP uns auf S/4HANA upgraden lässt. Sprich, wir brauchen die neue Anlagenbuchhaltung, wir brauchen das New GL, wir brauchen Businesspartner, noch einige technische Punkte, die wir einfach benötigen. Und wenn wir die erreicht haben, wenn wir unsere Developments angepasst haben, etc., überführen wir das Ganze auf S/4HANA und sind dann zufrieden, haben aber unsere Prozesse etc. eigentlich nicht angepackt. Auf der anderen Seite, wenn wir eine neue Implementation machen, haben wir auch die Möglichkeit, nicht S/4HANA, nicht S/4HANA, ja, bestimmte Prozesse dann auf S/4HANA laufen zu lassen. Wir können dort eben neue Prozesse nach dem S/4HANA-Standard irgendwie laufen lassen, etc. Das heißt, wir haben schon auch einige Vorteile dabei, aber am Ende des Tages haben wir einen relativ großen Aufwand. Und was wir halt propagieren, ist ein Mittelweg, wo wir zusammen mit Partnern es eben hinbekommen, dass wir Vorteile aus beiden Welten ziehen können und Nachteile von beiden Welten vielleicht wegschieben können. Das heißt, wir haben vielleicht nicht die großen Trainingsaufwände, die wir sonst sehen, wenn wir eine Neuimplementierung haben. Wir haben nicht die großen Einflüsse auf die Organisation. Wir können dort wirklich einen Mittelweg gehen, der uns viele Vorteile bringt. Ja, damit könnten wir einen guten Weg einschlagen. Ich will jetzt auch nicht zu sehr ins Detail gehen, weil die Zeit schon vorgeschritten ist. Aber vielleicht kommt ja gleich noch hier die eine oder andere Frage zu. Was wir einfach mitbringen können an der Stelle, ist eine Erfahrung aus mehreren Programmen, wo solche Punkte durchgeführt wurden, wo wir einfach empfehlen, wo wir einfach empfehlen, dass solche ersten Schritte wie die Guiding Principles aufgebaut werden, ein Programm-Setup aufgebaut werden, wo wir eben vorherige Punkte vorschlagen, um Risiken zu entfernen, um ein gleiches Bild auf S/4HANA zu bekommen. Zum Abschluss dann noch von meiner Seite. Also ich hoffe, dass Sie mitnehmen können, dass ja sowohl das Businessmodell als auch das Betriebsmodell als auch die Systemintegration und so, dass es immer ein gesamtheitlicher Blick drauf ist, den wir vorschlagen, den Sie dann hoffentlich auch mitgehen. Wo wirklich Business und IT Hand in Hand durchlaufen und man halt schaut, okay, welche Herausforderungen habe ich als Unternehmen, die ich lösen muss. Und daher denken wir, dass es so ein Zweischrittverfahren, in dem man erstmal Vorarbeiten leistet, ein genaues Transformationsvorgehen erarbeitet und dann im Nachgang die Transformation durchgeht, genau der richtige Schritt ist. Okay. Das wäre ich dann inhaltlich von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte so einen Rundumschlag einmal über unser Vorgehen geben. Und wenn Sie noch Fragen haben, dann gerne jetzt. Vielen Dank, Dennis, für den spannenden Einblick in das Thema und natürlich auch vielen Dank an alle Teilnehmer. Nutzen Sie an dieser Stelle gerne die Möglichkeit, Fragen an unseren Referenten direkt zu stellen. Aktuell haben wir noch keine Frage in unserem Chat-Tool. Von daher würde ich nochmal unseren kommenden Deep Dive ankündigen, der nächste Woche am 30.07. stattfindet und der letzte vor unserer Sommerpause ist Future Retail, was Hersteller und Händler jetzt tun können. Wie gesagt, bleiben Sie auch in der Sommerpause immer up to date über unseren LinkedIn- und Xing-Kanal, bis es dann am 10.09. weitergeht. Sie haben natürlich auch jederzeit Zugriff auf die Präsentationsunterlagen über Slideshare und den Videomitschnitt finden Sie bei YouTube. Schauen Sie dort auch gerne auf unserem Kanal vorbei. Wir haben in unserer Deep Dive Playlist zu diesem und vielen weiteren interessanten Fachthemen Videos für Sie hinterlegt. Ich sehe, es gibt weiterhin keine Fragen. Nutzen Sie gerne auch den persönlichen Kontakt zu unserem Referenten. Damit schließe ich hiermit, wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und ich freue mich auf den nächsten MHP Deep Dive mit Ihnen. Vielen Dank, Dennis. Vielen Dank, Julia. Wiedersehen.